Go. Hallöchen, ihr Freunde von City Skylines. Jorlo und ich sind wieder dabei, City Skylines zu spielen. Hallo, Jorlo. Hi. Hallöchen. Ja. Was machen wir heute? Wir machen heute Chaos. Ich habe in der letzten Folge immer noch nicht die Abonnenten gefunden. Ich habe sie auch in der Pause, die ganz kurz war dazwischen den Aufnahmen, auch noch nicht gefunden, alle. Ich weiß es nicht mehr. Ich, keine Ahnung. Ich geb's auf. Also ich habe meinen Meine Stadt Verkehrs. ist einfach zu groß. Ja, also mittlerweile werden die auch richtig riesig, ne? Man verliert leicht den Ja. Überblick. Ich habe jetzt definitiv mal ein bisschen mein Chaos, also hier mein Verkehrschaos entschlacken können. Es sind noch ein paar, die sind nicht so optimal, hier oben zum Beispiel. Und hier auf jeden Fall. Da müssen wir uns auch noch mal drum kümmern. Ja, mal ranzoomen. Oh Gott. Manchmal möchte man eigentlich gar nicht ranzoomen an das Ganze. Da wird's nur noch schlimmer, finde ich. Schlimm. Also Buslinien könnte ich heute noch mal machen. Die hatte ich ja die eine Folge mal komplett weggemacht, weil alles so zerstört war. Völlig kaputt. Und bisher haben wir nur eine Buslinie. Von daher müssen wir uns da definitiv was einfallen lassen. Mache ich jetzt auch. Also Buslinien. Jolle baut einen Bus, Jolle baut einen Bus. Pass auf, dass er dich nicht wieder in eine Verzweiflung treibt. Naja, jetzt steht ja wenigstens, also die Straßenanbindung steht jetzt soweit, ne? Also jetzt kann ja nicht mehr so viel schief gehen. Hoffentlich. Immer bei der U-Bahn halten, genau. Ja, einmal. Wollen wir hier gleich abbiegen oder wollen wir einmal noch. Ah, ich habe eine Idee. Wir nehmen die andere Autobahnauffahrt. So. Hier wieder die U-Bahn-Linie. Wir brauchen noch 30 Milliarden andere Linien, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das hat man immer das Gefühl, Jolle. Steigen sie alle wieder auf. Bling, 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 bling. Bling, bling, bling. So, jetzt fährt er So. über die Autobahn. Wollen wir wirklich über die Autobahn? Ja, doch, wir müssen die irgendwie verbinden. Die Stadtteile. Wir bauen jetzt auch gleich noch ein drittes Depot, dass sie da wirklich versorgt sind, alle. Hier wieder zurück. Das geht gar nicht zurück, stimmt. Vorne an die Ecke. So, ich baue die dritte U-Bahn-Linie. Also U-Bahn-technisch habe ich da wenigstens. Da läuft's, aber es ist auch nicht ganz richtig. Nicht ganz Nee, richtig. irgendeine ist da kaputt. Kaputt. Ah, ich kann hier gar nicht hoch. Ach, grüne Neune. Oh nee. Kann hier gar nicht zurück. Okay, nochmal zurück. Ja, zurück. Zurück. Fahren wir. Sieht sehr interessant aus, das ganze Gebaute hier. Es ist unglaublich. Hier so rüber müssten dann genau hier wieder anlanden. Oh nein, es ziehen immer mehr aus. Meine Ja, Shoppingstraße geht den Bach runter. ich hab auch schon wieder miese gemacht. Jetzt sind es wieder nur 33.000. Ein Busdepot könnten wir hier hinten bauen. Am besten hier gleich so ran. Ja. Aber es wohnen jetzt mittlerweile 5 Parteien am Strand. Yay, wer wohnt neben mir? Lass mich mal kurz schauen. Hast du dich abgegradet? Sag mal. Ja, bestimmt. Ja, hast du. Deine Kuschelbude wurde geupgradet. Meine Kuschelbude. The Creeper's Residence ist neben dir.
klingt irgendwie nicht so vertrauenswürdig. Sieht aber einigermaßen okay aus, das Ganze. Ja. Sagst du jetzt so? Ja. Geh doch mal im Park halt. Ich kann die Freiheitsstatue bauen. Ich kann die Freiheitsstatue bauen. Ich habe genug Geld. Ich baue die Freiheitsstatue, ich baue die Freiheitsstatue. So schön am Eingang der Stadt ist jetzt die Freiheitsstatue. Ich hab mein Mess-Relay. Geil. Nice. Und verbunden. So, die fährt jetzt auch das Bürogebiet an. Würde ich hier auch nochmal im Bürogebiet selbst. Oh, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Yay, yay. Freiheitsstatue, Freiheitsstatue, Freiheitsstatue. Läuft bei mir, würde ich sagen. Aber meine Shoppingstraße ist echt fast leer, ne? Es ist unglaublich. Okay. Bitte hier anlanden. Das ist gut. Da. Bitte auch einmal zum Bahnhof, dann hier runter. Mal noch einmal durchs Gebiet. Ich brauche mehr Buslinien. Mehr Bus brauchst du? Mhm. Eieieiei. Kann ich irgendwie hier? Genau. Nehmen wir die einfach mit. Der schon vorgegebene von der Buslinie. Dann hier so rein. Zack, und Linie abschließen. Okay, jetzt habe ich zwei Linien, die wenigstens hier mit verbunden sind. Jetzt werden wir hier noch ganz viel machen müssen und im Industriegebiet. Uiuiui. Uiuiui. Okay, fangen wir mal an. Ich versuche das ja auch wenigstens sinnvoll zu setzen, aber ich habe ja auch schon gar nicht mehr die Ahnung, wo ich irgendwelche Grundschulen hingepackt habe. Da weiß ich alles nicht mehr. Aber das sieht man ja Gott sei Dank. Wenn ich die Buslinie also das setze, siehst du so ja. Ich weiß nicht, ja, okay, das Krematorium ist... und alles. Deswegen, also ich mache die Linien, ich versuche die Linien wenigstens nicht allzu lang zu machen und die mit zu verbinden, dass sie, naja, also mehrere Gebiete wenigstens anfahren können. Also das wäre schon mal ganz toll. So. Das wäre wirklich sehr gut. Ich meine, die U-Bahn-Linien verbinden ja auch schon mehrere Gebiete. Und ich weiß, die U-Bahn wird ja auch gut genutzt, also... Das ist doch die Hauptsache. Dann hier rein, hier so runter. So, und abschließen. Ja, ich wusste, also ich weiß halt nicht mehr, wie man die farblich einbindet. Also einer hatte mir das geschrieben. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, irgendwas mit Shift, aber ich habe es probiert und es klappt irgendwie nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Oh. Linie abschließen, so. Aber irgendwas nicht ganz richtig. Euch. So. Dann war hier so rum und verbinden das obere Gebiet auf jeden Fall auch. Uiuiui. Einmal hier rum. Damit auch Erna eine Buslinie hat. Damit auch Erna eine Buslinie hat, okay. Klar, das ist die Erna-Linie. Die Erna-Linie. Hier ist auf jeden Fall auch eine U-Bahn-Station, das ist ganz gut. Und wir müssen jetzt hier wieder einbiegen. So rum, zack, und Linie abschließen.
So, jetzt machen wir mal eine interne für hier und dann eine, die noch rausgeht. Oh ja, Sie wollen schon wieder Arbeiter? Ja, nicht jetzt. Ich habe andere Probleme. So, ich baue eine neue U-Bahn-Station. So. Und angebaut. Wir bauen Ui. eine neue Linie. Von da 1100. nach Ja. da Mit dem Zug fährt nach. halt wirklich keine Sau, ne? Ich brauche einen Hafen. Können wir denn nicht jetzt schon mal ein Stück, können wir noch kein Stück Land bauen hier? Also wir brauchen jetzt sowieso ein neues Gebiet, deswegen habe ich ja auch hier extra das so angebaut. Dann, ja, Ich auf will den zum neuen Gebiet. Flughafen haben. Wann kriegt man den eigentlich? Mit einer Bevölkerungszahl von 60.000. 60. 60. Magst du das 6, nochmal wiederholen, bitte? 0.000. Dann haben wir den Hat Flughafen. der TS ein bisschen gelaggt? Oh mein Gott, 60.000. Ja, 60.000. Oha. Ja, so ist das Leben, hart, aber herzlich. Wieso beklagen die sich da gerade? Oh, ja, man sollte dann auch Wasserrohre setzen, wenn man schon neue Straßen zieht. Mein Gebiet wird riesig, Jenny. Ich will ihn nicht übertreiben, aber Welches Gebiet? mein neues Wohngebiet. Eieiei. Schön, dass bei dir die Fra Nachfrage nach Arbeitern da ist. Ich habe keine Nachfrage Gar keine. nach Ich habe Arbeitern. immer Nein. irgendwelche Nachfrage ist immer bei mir. Nein, momentan wäre es ganz minimal Industrie. 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 So, warte. Hier. Abfahrt. Ich mach eine Abfahrt. Abfahrt. Was? Die kommen doch von da unten. Doch richtig. So. Gut, da wir jetzt eh schon eine Kreuzung drin haben. Das jetzt einmal durch. Gott. Jo. Hoppala, was war das denn? Ach so, das Gebäude. Huch. Ich wollte das eigentlich so spiegel. Ich wollte es eigentlich hier so runterziehen, denn. Ach, was soll's. Könnte hier auch nochmal Straßen legen. Aber irgendwie hatte ich jetzt das Bedürfnis, das so zu bauen. Gut. Tante. Eieieiei. Jetzt kommt eventuell das System zugute, was mir Fanto geschickt hat. Ort ist bereits belegt, ja, wieso? Na, schaffen wir es jetzt? So hoch, dann runter. Ich hoffe, ich mach's Ich hab's richtig. gleich. Gleich gibt's einen neuen Meilenstein. Oh, das war zu viel. Was? Wie? Gleich gibt's einen neuen Meilenstein. Ich habe 32.000, Ja. was hast du gemacht? Ich habe 41.000. Ich denke, bei 60 gibt es den neuen. Es gibt noch einen dazwischen anscheinend. Oh nein, deswegen. Ahnung zu was? So. Und so war das doch gedacht, ne? Hier anschließen, dann hier rüber und dann so. Irgendwie so. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. So. Wir brauchen ein bisschen Wohnung.
Müll. Boah, sieht doch noch gut aus. Was sagt jetzt mein Müll? Ja, jetzt ist es optimal angebunden. So, kein Wasser, kein Strom. Das sind die besten Voraussetzungen, hier bei mir zu wohnen, glaube ich. Oh ja, das stimmt. Also, alle zu Jorlo rüber, bitte. Da kriegt ihr kein Wasser und keinen Strom. Yay, kein Wasser, kein Strom. Nee, aber Breitband, DSL und so, haben wir ja schon festgestellt. Besser als ja, halt in Berlin. Also Wasser haben sie aber jetzt auch. Strom. Haben wir auch noch genug? War so typisch. Es war so logisch, dass ich hier nicht. Ich komme auch nicht drunter, ne? Nee. Ja. Müsste halt ohne Strom leben. Nee, nee, nee. Bei Jorle lebt ihr ohne Strom. Hey, dafür gibt's Wasser. Feierlich, feierlich. Wenn sich jetzt hier noch was Oh. aufbaut, dann könnte es reichen, aber. Och, nö. Bei mir geht die Welt schon wieder unter. Wieso? Was ist jetzt? Bei mir hagelt es in real life. Es Mein hagelt. Balkon ist. Ja. Also bei uns hat es ja auch ziemlich gestürmt jetzt die letzten Tage. Und das war auch so eine halbe Untergangsstimmung. Aber es gab Schlimm. doch kurz Hagel gab es auch, aber nicht so drastisch. Also die Welt geht jetzt bei mir gerade echt wieder unter. Es ist auf einmal fast stockdunkel bei mir. Ich sollte gleich mal das Licht irgendwie anmachen, glaube ich. Ich muss ja sagen, ich mag das sehr. Es ist mein Lieblingswetter. Sturm oder Gewitter, Regen. Das ist mein Lieblingswetter. Da könnte ich dann, weiß ich nicht, draußen überall sein und mich irgendwo hinhocken, so ungefähr. Ich mag das, finde das toll. Überhaupt nicht meins. Absolut nicht. Hör auf. Alter Verwalter, was kommen denn da für Hagelkörner runter? Mal so locker einen Toll. Zentimeter. Zentimeter. Hörst du's? Ja, ich höre es Tatsache. Krass, oder? Ich höre es Alter Tatsache. Verwalter. Also ich glaube, ich werde davon noch mal ein Video machen. Danny muss erstmal ihre Bude retten. Wir haben viel zu wenig Grundschulen, wusstest du das? Also ich kann mich nicht über meine Situation, was das anbelangt, nicht beklagen. Ich bin noch ziemlich gut dabei. Meine Bildung ist sehr gut. Wenig, ich baue hier noch eine hin. Damit das wenigstens von der Kapazität her ein bisschen reicht hier. Und eine Oberschule, genau. Dann nehmen wir auch diese Standarddinger. Ich habe hier zum Beispiel diese Royal Spanish Academy. Die hat aber nur Studentenkapazität 50, deswegen können wir sie einfach mal dazu bauen. Und eine Universität. Glaube ich hier aber auch die Bildung rein. Ist ja Wahnsinn, das ist eine ganze Bildungsstraße hier. So, ich habe mal Nachfrage nach nichts. Rein gar nichts. Hagelt's immer noch bei dir? Ja. Mein Balkon ist weiß. Und nein, hat nicht geschneit. Bälle ist zu steil. Oh. Reicht wieder nicht bis da hinten. Nehmen wir mal einen kleineren. Jolle! Ich hab nen Meilenstein. Oh Mann. Die kolossale Stadt mit 42.000. Das nächste ist doch 60.000, die Metropole. Dann gibt's das Flugzeug. Flugzeug. Ich könnte jetzt das Atomkraftwerk bauen.
Was? Will ich Ja das gut, aber dann? nee, ich weiß nicht. Will man das? Ist die, genau, eben die Frage. Das ist ja die Frage, ob du das willst. Nee, nicht wirklich. Bild Nicht auf. wirklich. Der Ort ist bereits belebt. Natürlich. War ja klar. Aber mir ist es jetzt auch gerade richtig dunkel. Oh, Jenny. Vorhin hat es, also als wir aufgenommen haben, als wir angefangen haben, war so richtig Sonnenschein so ein bisschen, ne? Die mir schon so, oh, ist das alles toll heute und mal schauen, wird bestimmt warm, so ungefähr. Kaum nimmst du mit mir auf. Ach, Zack. Quatsch, nein. Schlechtes Wetter. Oh, das wird hier ein Problemchen. Wie überbrücke ich denn das? Was willst du überbrücken? Ja, das, da ist ein Gefälle sehr, sehr steil. Da, ich krieg das nicht so nicht hin von der einen Autobahn jedenfalls. Aber ich fühle mich jetzt gerade richtig kuschelig, ne, wo es so dunkel wird. Das mag ich sehr. Also Leute, bei mir ist der Balkon weiß. Wenn ihr dieses Video seht, habt ihr wahrscheinlich schon das Video von meinem Hagel gesehen. Aber egal. Wie, hast du ein Video von deinem Hagel gemacht oder was? Nee, das kommt gleich noch. Das mache ich noch, wenn wir hier fertig sind. Dann nehme ich meinen Hagel auf dem Balkon auf, ey. Unglaublich. Der ist weiß. Außer er ist bis dahin weggeschmolzen. Das kann natürlich auch noch passieren. Alter, die ist so groß, diese Stadt. Das ist so unglaublich. Ja, eigentlich ein Kreuz reinlegen, dass sie ordentlich auf- und abfahren können. Jetzt haben wir gerade nur die Auffahrt. Jetzt haben wir hier gleich vier so eine Abbiegungen. Oh, das ist ja blöd. Warte mal, lass mal schauen. Vielleicht kriegen wir das noch hin hier. Um was hat da gerade geknallt bei mir? Uh-oh. Jetzt hat auch berichtet, dass irgendwelche, also gestern war das jedenfalls so, hat er auch berichtet, dass irgendwelche Bäume auf der Straße lagen, so halb. Nicht schlecht. Ja, aber bei uns sind die ganzen Züge, sind viel, fahren viele Züge nicht. Also, die Deutsche Bahn hatte gestern wieder wohl riesige Probleme. Ja, wann haben sie das mal nicht? Ja, das ist die nächste Frage. Och, Jorle, dein Häuschen sieht ja schnuckelig aus. Ja, und Jenny, willst du mit einziehen? Na? Ja, ist so geil. Da kommt schon wieder ein Schiff. Man hört das Schiff richtig. Tütüt. Du. Das muss jetzt nicht schön sein, Freunde. Es geht ja auch so. So. Ja, so ist das Leben. Gefälle zu steil. Hier an der. Sch hier geht's nicht. Warum nicht? Vielleicht von hier? Gefälle zu steil. So, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Welches Feld kaufe ich dazu? Ja, I don't know. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, das, dann kann ich darüber noch einen Zug bauen. Puh, egal. Ist teuer, aber es ist gut. Gut, so, wir haben, das ist angeschlossen. Oh Gott, ist das schon, das ist ja riesig, was ich hier schon, oh Gott. Ziemlich heftig. Oh lala. Und wir haben schon wieder Stau. Oh, nee, bitte nicht. Machen wir mal Strom weg hier.
kann. Ich will doch nur einen Bahnhof bauen. Ich will, ich will, ich will. Ja, Genau, ja. ich will jetzt einen Bahnhof bauen. Ort bereits belegt. Ja, dann mach dich doch weg. Das brauchen wir doch nicht. Genau, Ort bereits belegt. Könnt mich alle mal. Lasst mich doch mit eurem Ort, es ist bereits belegt, in Ruhe. Oh, na, wie muss. Ah, nee, da unten. Nee, da will ich ja nicht. Die Stadt ist extrem schnell sehr, 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 sehr groß geworden. Probier es jetzt tatsächlich auch wirklich mal mit Büro, anstatt mit ja, Industrie im eigentlichen Sinn. So. Das wird das nächste verkehrstechnische Chaos Echt? hier. Ja, bestimmt. Mit Jolle baut Sicherheit. irgendwie nur Verkehrschaos manchmal. Neue Autobahnkreuz, was ich gebaut habe, ist ja auch total Verkehrschaos. Kommen jetzt hier alle nur durch eine Abfahrt? Stehen sie da jetzt und auch noch wie blöd? Oh mein Gott. Hier müssen wir wieder einen Kreisel bauen. Immer diese doofen Kreisel. Now, denn wir sind bereits am Ende der Folge, aber es wird ja so langsam. Ein bisschen. Mensch, 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 Jenny, Ja. es war mir ein Schmaus, ein Fest, ein Schmu. Jetzt, wir sind auch bergauf. Also ich muss auch immer wieder betonen, dass es einfach für die Konzentration, jedenfalls für mich, also sehr, sehr hoch ist. Also man kommt gar nicht so wirklich zum Quatschen. Nö, das stimmt. Man brabbelt eigentlich eher vor sich Und, hin. ja. Genau, und sag mal wieder, wie doof das ist, dass es hier zum Beispiel ein Haus gibt, was nicht, ja, das halt so ausziehen wollte, ne? Gut, ihr Lieben, wir verabschieden uns dann und dann schauen wir mal weiter, wie es aussieht demnächst bei City Skylines. Und bis dann, sag ich mal, tschüss, Mit tschüss! Öl macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.